Handy auf Stumm. Oh, Handy auf Stumm, ja. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Worms Ultimate Mayhem. Wieder mit Granites Only. Ich glaube, wir hatten da schon eine Aufnahme. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, diesmal leicht modifiziert. Wir haben die heilige Handgranate hinzugefügt und wir haben Minen hinzugefügt und ja. So, wer ist dabei? Es ist wieder dabei der Lerundo alias Lesekönig alias Marian. Hallo. Und der einzig wahre Sinocorporus alias Hans. Juhu. Zimmer. Ne? Das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Also ja, das war ein Friedensangebot, ne? Nur damit du es verstehst. Apropos, verdammt, ich habe vergessen, die Map umzustellen. Ich wollte ja nicht nochmal spielen. Egal. Jetzt nicht so schlimm. Jetzt nicht so schlimm. Ja, ja. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist eh zu spät. Hallo Klaus. Nein, nicht Klaus. Klaus. Oh, das ist mies. Das ist richtig böse, was du da gemacht hast. Auch noch eine Gasdingens, ne? Das gibt Rache. Ja, Marian sehe ich auch so. Ich würde sagen, wir verbünden uns, weil ich weiß genau, was jetzt bei uns gleich kommt. Der hat sich mit uns beiden auf einmal angelegt. Das können wir so nicht kennen. Das war natürlich sehr schlau, ich weiß. Ach, ernsthaft? Hätte ich fast nicht gedacht. Und da ist Bob. Yeah. It's a Bob. Na dann, Bob dich mal los. Du fängst wieder an zu dillen. Nein! Und du springst gerade hoch und landest wieder auf der Granate und dann ist das auch noch so verkackter Fehlzünder. Ah, Schwein gehabt hier. Oh, okay. Ich Schwein gehabt. Hui! Ja. Also irgendwie ist Himmlisch dazu verdammt zu fliegen. So, mal schauen. Mal schauen, ob du wieder deine wunderschöne Flugeinlage vom letzten Mal hinbekommst. Dann verweise ich, dass wenn Himmlisch jetzt dran ist, ich werde mich nicht bewegen. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. So, wie gibt's denn hier jetzt gerade mal so alles? Oh, hallo Kevin. Echt nur so wenig Würmer? 4 eigentlich jeder. Ja, 4. Ja, die sind bloß so gut versteckt hier. Es ist sogar noch gar keiner gestorben. Ja, das ändere ich jetzt mal schnell. War es eine Mina? Wow. Das war so eine böse Mine. Glaub ich nicht. Scheiße, nicht gut. Nicht gut, Zeit noch weg. So. Hermine? Ja, ich hab's nicht so mit Zeitabständen. Ja, aber die Idee war gut. So unten dagegen und dann prallt das ab und ja, ne, war Idee. Ich wollte eigentlich oben reinwerfen zu sehen, der von dir da steht, aber. Ja, die Idee, die du dir vorschlägst, war echt sehr gut. Die meinte ich zwar nicht, aber die war gut. Ja, genau. War halt auch nur eine Idee, ne? Wir haben noch keine Splitter. Ne, es ist auch die erste Runde erst, die ich hier dran bin. Mensch. Ey, ich erhalte Verstärkung. Sehr schön. Ja. Der Bob. Der Bob hat noch so viel. Das finde ich nicht okay. Ja, komm, lass den armen Bob in Ruhe. Der hat noch 70. Ja, den kannst du von beiden Seiten angucken. Der verändert sich nicht. Bob und es ist Bob. Du immer mit deinem Gas, Junge. Ist echt nicht mehr feierlich. Hey, Bob beschwert sich schon. Eigentlich habe ich das Gas ja von dir abgeguckt, ne? Aber ich sag da mal nichts zu. Ist besser so. Ja. Oh, der steht aber auch gut, du. Der steht da richtig schön, muss man schon sagen. Halt. Ja. Das tut mir jetzt auch leid, aber ich kann nicht so. Wir haben uns doch verbündet. Wir haben uns verbündet.
Nein, keine Verbündung im Drei-Leute-Krieg. Das ist unfair. Gut, dann bin ich Schweiz und bin neutral. So wie Finn vorhin. Herzlich. Neutral gibt es nicht immer. Wenn jetzt die Mine von hinten. Oh. Ja, war klar. Nein! Oh. Wenn der überlebt, ey. Oh, ist das ein Lack. Da hat Kepler aber Schwein gehabt hier. Oh, nee. Okay, jetzt ja nicht ins Wasser laufen. Nur nicht ins Wasser laufen. So. Ah, das so gefährlich ist das noch nicht. Kein Wasser? Ja. Oh. Das klingt gut. So. Ach, er meint nur sein. Ja. Okay. Ich werf doch noch nicht so schnell. Mit einer Granate wirst du hier, glaube ich, nicht allzu weit fliegen. Das ist auf jeden Fall ein schönes Loch. Nee, vor allem, weil ich da im Loch stehe. Da musst du mir erst mal rauskriegen. Ja, ich räuchere dich mal aus. Und deinen einen Mittel geschlagen. Ja, genau. So läuft das hier. Ach nee. Die ganze Granate an sich gar nicht so schlecht, ne? Ja, die ist eigentlich richtig stark. Allerdings auch nur, wenn du Zeit hast. Oder mehrere Würmer damit triffst. Hm, so. Da ist Bob. Bob könnte ich treffen. Du willst Bob nicht treffen. Bob niest schon. Einfach mal kurz springen, dann sind all deine Probleme gelöst. Oh, ich wollte die ganz bösen Tricks. Ja. Du triffst dich selber. Bei 7 Wind triffst du dich selber. Nee. Fast. Hat nicht so ganz funktioniert. Oh, Schwein gehabt. Aber war eine gute Idee. Und der Vitaminsucher, der freut sich einfach nur. Naja, so blind zielen war noch nie meine Stärke. Musst du mal die Augen aufmachen. Die Idee! Verdammt! Mist! Also fürs nächste Mal, danke. Fürs nächste Mal, okay. Vielen Dank. Nein, ich weiß nicht. Du könntest einfach mal hier genauso wie unser lieber Marian Q drücken. Und dann würdest du auch. Ja, sehen, wo du hinziehst. Obwohl das aus der Position nicht unbedingt nötig ist. Ich habe auch gelernt, ich kann selber E drücken in der Zuschauerperspektive und kann dann die ganze Sache im Spectator-Modus sozusagen verfolgen. Schön, dass du mir das mal sagst. Ja. Oh. Wenn ich jetzt auch noch eine Maus mit funktionierendem Mausrad hätte, könnte ich auch noch ran und rauszoomen. Oh, und da hat es bei mir geklingelt. Boah, geil, das funktioniert wirklich. Und ich bin mal ganz kurz weg. So. Der Hitler? Leider nicht. Ne, zum Glück. There is no touchdown, hat er gesagt. Finde ich sehr passend. Aber Marian, noch wenn du nicht da bist, ich vollbringe mal dein Werk. Immer auf die armen kleinen Braun. Ich sollte echt nicht mehr mit dir spielen. Warte, doch noch nicht. Ich komme später wieder. Das ist ein Kistenregen. Wir kommen jetzt durch irgendeine Mine. Ich hoffe, man hört nichts im Hintergrund. Im Moment geht's. Okay, ich glaube, ich blute mich mal. Ich muss aber nochmal beeilen. Oh, nö. Okay, oh, bitte, komm, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Komm, bitte nicht. Doch, das schafft er. So. Und tschüss. Egal, das reicht. Und tschüss. Ah. Edler ist nur ein Ex-Wurm. Oh, ein kleines Würmchen. Meine Gruppe hat den Führer verloren. Was soll die jetzt nur machen? Ich glaube, ich muss mit Steuerung spielen, ne? Also, den Voice-Chat benutzen. Nein. Das ist eine gute Idee, mach das mal. Aber warum das hört sich dann nämlich so an. Was auch immer. Ja, das ist geil, ich hab das Spiel so leise, ich höre das überhaupt nicht. Oh. Da ist der Minensucher, der steht am Abgrund. Ja, schubsen mal, ne? Man muss auch nur einen Schritt nach vorne gehen. Man darf nicht immer nur Stillstand haben. Naja.
Oh, du hattest zwei Minen zur Auswahl, hast keine getroffen. Tja, ich bin halt nicht so, ne? Ne? Ja, okay. So. Ich will nicht mehr in der E-Perspektive sein, so. Boah, dieses elendige Verbrüdern gegen mich hier, das ist doch echt nicht mehr schön. Machen wir gar nicht. Du stehst so schön perfekt halt. Ja, genau. Doch ausnahmsweise. Du musst halt auf den Stärksten gehen. Ja, den Stärksten? Ja. Ich kann ja nicht auf Stärksten auf mich selber gehen, deswegen muss ich eben eine Antwort so. Und schau dir Marian an, der liegt Granate vor sich und schafft es nicht, dich zu töten. Ich war der Schwächste von allen, ne? Ja, ja. Richtig so. Ich bin immer noch der Schwächste. Ja, gut, von mir aus. Ich habe kein Problem damit, dass du mich angreifst. Gut, habe ich schon. Aber dann such dir eine bessere Ausrede. Mist. Warte. Dann müssen wir auf Hans gehen, ne? Oh, jetzt. Der Skiller. Oh nein, er kann fliegen. I believe I can fly. So, Kevin, ne? Das hat's richtig gebracht, dieser Icarus-Trank, ne? Scheiße! Bitte. Jawohl! Oh, stirbt er noch? Icarus-Trank halt, ne? Ich kann gut fliegen. Sehr gut. Du weißt schon, wie der Icarus-Trank funktioniert? Ja, natürlich, man fliegt weiter. Hast du ja gesehen. Nee, nicht ganz. Ja, man kann einen Linksklick machen, da mit seinen kleinen Flügelchen, dann schlägt er die. Wie ein Jetpack? Also ähnlich. Ein bisschen schwächer. Ach, Mann. Und da benutzen wir extra Red Bull für so einen Scheiß. Geht dann. Oh, ich glaube, Bob stirbt jetzt. Glaube ich auch. Der arme Bob. Geh auf Kevin, der hat es jetzt verdient. Pass auf, während du auf Kevin gehst, stirbst du auch selber. Er geht auf Klaus. Das ist der Klaus Kevins. Oh. Och nein, schade. Nicht der Kistenregen von vorhin. Ja, 200 jetzt, ne? Nee. Er kann 200 haben. Ja, bis zu 200 auf jeden Fall. Und er hat 200. Mit 5 Kisten, das sollte passen. Warte, ich kann ja eh drücken. Und ich sehe es dann nicht. Und? Oh, und? Zeig's mir jetzt wieder mal nach, wo sie fliegt. Fast. Ja, da habe ich aber mehr Schaden angerichtet. Ja. Lass doch mal Kevin in Ruhe. Nachher vielleicht. Er hat euch nichts getan. Nee, ich hatte leider keine Zeit mehr so richtig, mich jetzt um Zünder zu kümmern. Ich habe zu lange Zeit mit den Lebenskisten vertrödelt. Ne? Er hat 198. Mit diesen unwichtigen Lebenskisten. Mhm. Ich habe euch auch gar nicht alle verbraucht. Da sind immer noch 2 Stück. Okay, die könnte man sich mal schnappen. Ja, könnte. Wenn man denn lustig das eine Sekunde, wäre. Okay. Ich bin gespannt. Der war scheiße. Ja, oder? Also die Plattform ist kaputt. Wow, warum? What? Wie? Hacker! Auf jeden Fall eine Mine. Hacker! Oh, hat Ferdi schon wieder die Dings nicht ausgemacht, den Hack? Ja, Mann, ey. Immer dieser Lerundo-Hack. Aber das tut mir leid. Also. Report for Hack, please, Mann. Please. Und, ja. Oh, hi. Der linke Fuß hat noch 2 Leben, gut zu wissen. Stups ihn an, stups ihn runter. Das ist eigentlich keine so schlechte Idee. Lass Kevin in Ruhe. Nein, ich soll noch runterstupsen, hast du gerade selbst gehört. Pass auf, was du dir wünschst. Ich meinte Kevin, nicht Kevin, ich meinte. Nicht Kevin, nein! Und weh, das klappt jetzt nicht. Also, wenn du selber runterfällst, dann lache ich. Naja. Fast. Ich wollte jetzt bloß mal Angst machen. Moin. Jetzt kommt gleich die Rache. Ich finde, Hans hat auch ziemlich viel Leben, ne? Für was? Rache, für was? Ich hab dir einen sicheren Platz verschafft, von dem du dich ruhig überall hin bewegen kannst.
habe dich gerettet. Hans Hartmann 3. Wenn ich die Eiskette ignoriert, das sehe ich nicht ein. Klar, wir uns beide. Ja, ich habe BAM! Double Kill! Was? Oh, Alter. Was für ein Bitch-Move. Nice. Jetzt habe ich nur noch 3. Respekt. Jetzt bin ich immer noch nicht dran. Mann! Ja, Klaus ist erstmal dran. Nee, du klaust mir jetzt was. Klaust? Ja, voll. Du weißt schon, dass die Polen gegen die Deutschen schlechte Erfahrungen gemacht haben? Deswegen? Ich weiß, der war ganz schlecht. Ich glaube, wir sind beide tot. Ich glaube, wir sind jetzt beide tot. Oder eine Sekunde wäre genau richtig gewesen. Weißt du, ein Schwein, dass du deinen Minensucher nicht noch mitgenommen hast oder so, ne? Ja. Ich wollte euch ein Friedensangebot machen. Ah, okay. Ja, okay. So, nämlich ich hätte euch töten können und entscheide mich dagegen. Okay, ich nehm's an. Also jetzt gegen Hans, ne? Okay, gegen Hans. Oh, und da kommt die heilige Handgranate. Dass du immer so übertreiben musst! Hätte er jetzt noch Goebbels getroffen, wäre er tot gewesen. Also, der war tatsächlich ja voll gängig, wie auf Goebbels gefallen wäre. So, Strike! Das war so mein Fassziel. Ich glaube, wir müssen mal auf Zino gehen. Weißt du, was ich gerade echt witzig finde? Bob, ein Leben. Klaus, ein Leben. Wo ist denn der letzte von dir? Minensucher 21. Links, okay. Links von dir. Okay, das könnte ich doch ganz gut hinkriegen. Was, Marian hat noch 3? Ich hab noch 3. 1-1-21. Max, wir sollten eigentlich gegen Marian gehen. Er hat mehr Würmer. Redest du von meinen LoL-Stats? 1-1-1? 1-1-21. Das könnte gut passen, ja. Normal Trash Game. Jetzt muss der Minensucher dran glauben. Ja. Ich fand das so schön, dass du nur ein und ein Leben hast, deswegen. Vor allem bist du damit trotzdem noch vor mir, ne? Du hast nur noch ein Leben. Ich hab auch nur noch ein Leben. Wie viel hat Hans denn eigentlich noch? Hans hat einen mit 100 und Rüstung und einen mit recht wenig. Und da ist eine Kiste. Also so ziemlich das gleiche wie du. Was für bitte schön ein Fass oben ohne? Das ist halt ein Fass oben ein ohne. Ein Fass oben ohne. Das ist ein Fass ohne Deckel. Also ich hab lieber Mädels oben ohne, aber Geschmackssache. Oh, eine heilige Granate, hier nehmen sie doch bestimmt gut aus, oder? Ja, solltest dann das weggehen schnell, aus. Aber... Du kannst nicht weggehen, deswegen. Das sieht sehr gut aus, mach nicht. Ich flieg gerne. Und ich freue mich auf das Nein, was gleich kommt. Jawohl! Wieso kannst du noch so weit springen? Gut. Ich kann mich nie danach bewegen. Gut Job. Oh Mann, Skiller. Oh, die Striche, die HP-Balken von uns alle. Also das ist Pixel. Mal ein packendes und enges Spiel hier. Ich glaube, ich habe noch am meisten gedacht, oder? Ja. Ja, ich habe noch 2 insgesamt. So, das Schöne ist, du kannst dich beide gleichzeitig töten. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das entweder Klaus oder Bob gewinnt. Entweder Klaus oder Bob, okay. Wir haben keine Ninja-Seite, oder? Nein. Das ist natürlich mies. Ah, oder? Klappt das? Mit der Mine? Nein. Nee, nicht weit genug. Nein, das ist so eine Piu-Piu-Piu-Mine. Ah, dann probieren wir mal das Beste, ne? Oh, das war aber knapp. Oh, jetzt wird er sich wieder leben hier. Okay, einen habe ich. Das sehe ich. Wir gehen auf den Stärksten, okay? Ja, klar. Ja, ich habe noch meine Halleluja-Bombe, glaube ich. Halleluja. Dann tötet dich. Stell dich einfach daneben, wirf die Halleluja-Bombe. Ja, das wird schwierig, ob ich das treffe. Nimm die Bananenbombe. Ja, geh lieber auf den anderen, geh lieber auf den anderen. Das ist sicher. No risk, no fun. Oh, nicht spoilern, ne? Klar. Was? Ich hab was Trank.
Das sagt no risk, no fun. Nicht, ich mach mir alles leicht im Leben. Und schon frei runter. Du kannst sie so gut benutzen. Du stehst im Loch. Das hat es gelacht. Oh, das war's für mich. Mich aber wahrscheinlich auch. Nein, ich lebe noch, glaube ich. Gut, Marian hat gewonnen. Oh nö. Wieso? Ich muss sagen, der Icarus-Trank ist viel besser in der Benutzung als in Worms 4 Mayhem. In Worms 4 Mayhem war der irgendwie richtig verbuggt. Okay. Warum ihr immer losspringt und dann erst das aktiviert? Ich wäre mit Doppelsprung. Ja, weißt du, das ist voll uneffektiv. Er hätte sich erstmal umdrehen sollen. Und dann losfliegen sollen. Das wäre effektiv gewesen. Dafür springt er ja. Das ist wieder auszugleichen. Du triffst nicht. Oh. Da macht er unentschieden draus. Gutes Spiel, muss ich sagen, von allen Beteiligten. Sehr knapp. Ich hätte mich nicht getroffen. Ich will nur sehen, was die Schaden gemacht hat. Ja. Das interessiert mich jetzt aber auch, Mann. Ich würde sagen, der am meisten Schaden gemacht hat, ist ein erster Platz. Na, du nicht. Der von uns beiden am meisten Schaden gemacht hat. Nee. Seht ihr da dieses U-Boot? Ich habe es in der letzten Runde geschafft, die ich nicht aufgenommen habe, wo ich mich sehr drüber ärgere, habe ich es geschafft, von der anderen Seite der Karte den Hans direkt auf dieses U-Boot zu katapultieren mit einer Bananenbombe. Ah, das hätte ich gerne gesehen. Das war sehr episch. Scheiße, jetzt habe ich zurückgemacht. Okay, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen.